Eine ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die privates Wohnen mit Versorgungssicherheit kombiniert. Ich kümmere mich darum, dass die Bewohner ihre Mahlzeiten bekommen. Wir erbringen auch medizinische Behandlungspflege, wie beispielsweise Medikamentengabe, Verbände, Blutdruck und Blutzuckermessen. Eine ganz besondere Vielfalt von musikalischen Highlights bot der Musikverein Amicitia 1796 Garbeck und der TuS Langenholthausen bei der Night of Music in der Balver Höhle. Das Thema Faszination trifft Emotion brachte es auf den Punkt. Zur sechsten Night of Music im Jahr 2019. Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Es macht uns sehr stolz, wieder ein so volles Haus hier zu haben. Wie gesagt, 2 Jahre ist es her und wir freuen uns wie Bolle, dass wir den Weg wieder hierhin gefunden haben. Mein Kollege Ingo und ich werden Sie in gewohnter Weise am heutigen Abend an die Hand nehmen und Sie durch das Programm geleiten. Je nachdem, wo man sitzt, ist es relativ dunkel. Wenn Sie unter Ihren Stuhl greifen, da haben wir kleine Taschenlampen für Sie. Das Budget hat es leider nicht hergegeben. Wir hätten das gerne gemacht. Ne? Zur Information, besonders für die Leute, die das erste Mal hier sind, alle, die unter den Stuhl geguckt haben. Der heutige Abend ist gesplittet in 3 Teile. Mit der Europa-Hymne begannen wir unsere musikalische Reise. Die Hymne ist eine Instrumentalfassung des Hauptthemas Ode an die Freude aus dem letzten Satz der 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen. Musik